Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute neues Elfmeterschießen gegen meinen Bruder. Was geht da bei dir? Heute spanischer Pokal, Leute. Valencia. Real Madrid, Leute. Die spielen ja irgendwie in Saudi-Arabien. Ich glaube es zumindest. Also auf jeden Fall, ich muss noch kurz meine Facecam hier heller machen ein bisschen. Beziehungsweise das andere Spiel ist auf jeden Fall in Saudi-Arabien, ja. Barcelona gegen Atletico. Aber dann denke ich mal, ist das Spiel auch in Saudi-Arabien. Habe ich jetzt nicht vorher nachgeprüft, aber ich denke mal schon, Leute, ja. Ist egal. Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Valencia, wie gesagt, Hashtag Real, den Kommentar, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tisch einschalten. Ich bin Valencia, erst Real, checkt noch den Shop aus, ne? Nice Designs in schwarz und weiß, als T-Shirt, Pullover in orange, rot, grün und blau in den vier Farben. So gibt's das Ganze so auch. Kissen, Tastenturm, Leute. Nice LED-Lampe noch am Start. Handyölen ebenfalls, Leute. In orange, blau, rot und grün. Und wie immer gratis. Autogrammkarte gibt's auch noch zur Bestellung dazu. Ja, wenn ihr Bock habt, wäre fresh, ne? Checkt's mal gerne, gerne ab, Leute. Ja, ich habe schon 4 rote Karten, Alter. Du hast nur eine, Alter. Ist ja egal. Ja. Wenn wir Verlängerung gehen, hast du ja dann Glück. Stimmt, Leute. Wie immer gibt's natürlich auch, ist Bescheid. Software-Bestrafung, ne? Software-Bestrafung für den Verlierer. Der Gewinner darf dem anderen auf den Körper schießen, wo er hin will. Kann er sich aussuchen, Leute. Wenn ich gewinnen sollte, 5 zu 2, sagen wir jetzt einfach, 5 zu 2 geht gar nicht, 4 zu 2, ja. Dann hat er 2 verschossen und kriegt dadurch 2 Schüsse, ja. Bei einem 5 zu 4 von mir, ja, sagen wir jetzt einfach mal, ja. Dann habe ich alle 5 getroffen. Dann wird derjenige belohnt, weil er alle 5 getroffen hat. Und dann kriegt der Verlierer seine Bestrafung verdoppelt. Ja, in dem Fall wären es dann bei 5-4, kriegt er eigentlich einen Schuss. Aber weil ich alle 5 getroffen habe, Belohnung ist damaged, kriegt er doppelte 2 Schuss. So sieht's aus. Und bei einem 3-0 kriegt der Verlierer 5 Schuss. Das heißt, wenn ich jetzt 3-0 gegen ihn gewinne, hat er alle 3 verkackt. Dann muss er bestraft werden. Ja. Belohnt kann man werden. So ein Anleitung schreiben. Ja, fette Anleitung. Ich ausdrucken kann. Man kann belohnt werden, man kann aber bestraft werden, Leute. Ne? Irgendwann wird Gesellschaftsspiel für die ganze Familie. Es wird zum Gesellschaftsspiel ganz easy, ganz, ganz fresh. Haben wir eben kurz erfunden. Elfmeterschießen mit Software heißt es dann. Ne? Mhm. Und ja, genau. So sieht's aus, Leute. Also, wir schauen mal, wer verliert. Kriegt auf jeden Fall Bestrafung. So sieht's aus. Schreibt immer noch gerne in die Kommentare, wer beim nächsten Mal antreten soll. Ja, Spieler, Länder, Nationalmannschaften, Frauennationalmannschaften, was ihr sehen wollt. Aber in die Kommentare gerne Vorschläge machen. So sieht's aus. Dann würde ich sagen, bis bereit. Ich sag mal so, ich habe gar nicht mehr viel zum Auswählen, ist das Problem. Und gegen Real Madrid kannst du halt im Elferschießen nur schlecht aussehen, weil Real Madrid, haben wir schon oft gesagt, und ist auch so, ist halt die beste Elfermannschaft überhaupt von den Werten her. Ihr seht ja seine Werte, Alter. Das ist so krass, man. Der hat einfach 4 Spieler, die über 80 Elfer haben. Dann hat er noch Bale mit 76, Isco mit 76, Kroos mit 73. Also er hat einfach, eigentlich hast du 7 Kranken. Die haben halt wirklich, alle seine Spieler haben halt Werte im Elfer und im Abschlussbereich zwischen 70 und 90. Ja, das ist krass, Alter, außer halt, ja, Ramos ist halt schlechter Abschluss, aber der fällt raus, aber sonst alle zwischen 70 und 90 so ungefähr, ja. Das ist schon krass, außer und, Marcelo hat sogar auch noch 73 Abschluss, deswegen, bei mir kann ich gar nicht viel machen, Alter. Pereiro ist halt der Beste bei mir, ich lasse mal 2 schießen, und dann... Du hast auch mit Dings rot, ne? Ja, ich habe 2 rote Karten, Gamero hat rot, Stürmer, der hatte, glaube ich, ja, 4, aber nur ein wichtiger Gamero, aber ich habe so auch, also die Schützen gehen sogar jetzt mal ohne Scheiß, guck's mal an. Ja. Vor allem, okay. Wenn die sich die ganze wiederholen, ist doch gar nicht schlecht. Ja gut, ja, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber wer weiß. Maybe, ich denke mal schon. Okay, ab geht's, Rodrigo. Ich mag es nicht, wie gesagt, mit Linksfuß zu schießen und dann noch der erste selber, Alter. Scheißdreck, ey. Come on. Boah, ich habe erst nach rechts gezielt, dann nach links und dann hat er, glaube ich, das Mittelding einfach genommen, weil ich nicht weit genug rüber gezielt habe in die Mitte. Glück gehabt, sonst hätte es ihn eigentlich gehabt, ey. Okay, wenn ich ihn halte. Ah. Egal, wir hatten beide Glück, dann ist gut. Ja, stimmt, ey. Das ist ein Zentimeter. Ja, bei dir doch auch. Schöner Zentimeter was. Okay. Ja. Machst nix an den Stellen. Machst gar nichts an der Stelle. Courtois gegen Parejo. Kurt Muise. Parejo. Okay, Parejo haut das Ding rein. Parejo, nein. Oh, Alter. Ey. Courtois, ich dachte schon, was macht der da? Mit Parejo muss ich lupfen, Digga. Parejo hat auch mal einen richtig geil gelupft. Das war, glaube ich, Champions League oder so. Der war einen richtig geil gelupft, ey. Deswegen muss ich ihn lupfen. Jetzt. Boah, Junge! Citizen hat aber einen mega Hechtsprung gemacht, Alter. Richtiger Hecht, Alter. Richtiger Hechtsprung, Alter. Krankes Ding, ey. Richtiges Känguru habe ich da im Tor, Alter. Okay, Soler. Der Typ hat guten Elfer, 73, aber hat einfach richtig broken Abschluss. Er hat irgendwie nur. Ich glaube nicht mal 60. Doch, oder 62 oder so. Also Abschluss ist sehr, sehr schlecht bei Soler, aber Elfer ist okay mit 73. Machst gar nichts in der Stelle. Come on, jawohl, Alter, easy. Courtois fällt einfach so auf den Boden. Da war wieder das Netz. Habe ich nicht drauf geachtet.
Okay, 2-1. Komm, ja. Mann, ich hab nach links gezielt, Modric. Leute, jetzt wird's langsam. Wenn ich jetzt treffe, dann ist der Druck groß bei dir. Man musst du treffen, Digga. Ich verliere eh wieder. Ja, musst du treffen, Alter. Guedes, come on, lass dich nicht nehmen, Bruder. Lass dir den. Boah, scheiße, ich hab ja voll durchgezogen. Lass dir. Boah, schön, Alter. Einfach mal mit Power einfach draufballern, ne? Okay, wenn du jetzt nicht triffst, war's das, Alter. Gareth Bale verschießt. Oh, drei Schuss Bestrafung. Drei Schuss war ich. Der ist gerade durch den Schiri gelaufen. Hier zu Courtois. Ach, Courtois feiert nicht mit. Scheiße, warum feiere ich nicht mit Courtois? Mann, ich hasse das, wenn ich bessere Mannschaften habe. Dann verliere ich immer. Das ist so ein dummer. Kein Bock. Ah, der war auch nicht, gut geschossen, muss man ehrlich sagen. Der war nicht gut. Ja, aber der hat die ganze Zeit nach rechts geguckt. Ich dachte, du springst ja nochmal dahin. Ich habe mich auf den Spieler geguckt. Ja, ich vergesse immer, dass du dumm bist. Du bist dumm. Sieht man, du hast verschossen, ich habe gewonnen. Wow. Wer ist jetzt dumm, wenn du gewonnen hast? Wenn du gewonnen hast. Wenn ich gewonnen habe, bist du dumm. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Will jetzt nichts sagen, ne? Aber ich hab's Ding noch. Schieß hin. Ich hab's Ding gerockt. Ich hab's gerockt, ey. Sag doch, wo du hinschießt. Ich bin der Beste. Ja, Mann. Fetten Sache. Sag doch, wo du hinschießt. Ja, bleib locker. Zwei Rücken. Gehen. Langweilig. Ja, und eine Kniescheibe. Was sagst du jetzt? Kniescheibe, hier doch. Bist du behindert? Das tut doch nicht weh. Klar. Ja, dann. Ja, okay. Aber treff nicht. Nein. Andere Stellen. Was soll ich denn treffen? Ja, keine Ahnung, was hast du da? Du hast doch auch mal probiert, die Schiebe ich auf sie auf. Nein, ich habe Kniekehle habe ich gemacht. Echt? Ja, machen wir Kniekehle, mir egal. Machen wir Kniekehle. Wie soll ich das machen? Ja, so. Aber nicht, dass die schummeln, ne? Okay. Schummel, was soll ich da schummeln? Das sind meine Kniekehle. Ja, der Einzige, der schummeln kann, bist du. Mit der Hose, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf schießen würde. Wird nichts gehen. Ja, natürlich, ich halte die doch hier unfair. Ja, ist gut, ist ja gut. Du bist ein fairer Spatzmann, ne? Okay, 3. Ist denn sicher? Wir müssen mal schauen, ob jetzt ich muss schauen, ob jetzt Einzelschuss geht, ne? 3, 2, 2, 2, 1, 2. Boah, was ist das, Alter? Geht gar nicht mehr, ey. Du hast die auch wieder komplett. Du stellst sie auch wieder so ein. Was ist denn? Warte mal. Schieß mal Müller. Geht doch. Keine Ahnung. Boah, ey, der hat sich da drin gedreht, hast du gesehen? Okay, komm jetzt. Nee, ey, nicht, dass die jetzt rausmacht. 2-1. Oh, Alter, die ist viel härter. Wirklich. Die ist schon ein bisschen härter. Nämlich schon, keine Ahnung, vielleicht weil Fehler hier vom Magazin auf Spannung. Ist zweimal ausgerastet jetzt. Okay, 2 noch auf den Rücken, ne? Willst du einen links, einen rechts oder beide auf dieselbe Stelle? Links, mach die links. Was schmerzhaft da hast eigentlich. Von 2 auf diese selbe Stelle hast du nur selbe Stelle. Oder? Ich mache 2 auf verschiedene Stellen, hast du zweimal Schmerz. Okay, 3, 2, 1. Treff nicht mein. Wie soll ich den Kopf treffen, Alter? Ja, du bist ein Vollidiot. Junge, die Mütze ist da drüber. Oh, Alter. Die ist echt schon ein bisschen härter. Muss man echt sagen, die ist irgendwie härter. Ich kann es ja nicht beurteilen. Ich krieg ja die Bestrafung dran. Und deswegen geil, sag. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 0. Minus 1, minus 2, minus 1, 0. Kurz zusammengezuckt wie so ein Pisser, oder ja, was? Denn? Wie so ein Pisser. Also Leute, das war's. Tat nicht weh, oder was? Du sitzt dir so, als wenn ich weg. Du machst immer nur Rücken, mein Rücken ist schon abgehärtet. Du bist ja langweilig wie ein Stück Langeweile. Dann ist es so. Dann ist es so. Leute, das war's, ja, wenn es euch gefallen hat. Hast geliked, da? Hast gerne Abo. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht ihr 1 Million Likes voll, wäre fresh, Leute. Ihr wisst Bescheid. Schreibt wie immer in die Kommentare, welche Spieler beim nächsten Mal gegeneinander antreten sollen. Ja, welche Spieler, welche Vereine, welche Nationalmannschaften. Auch wie immer gerne Frauennationalmannschaften, wenn ihr Bock habt. Ja. Also schreibt gerne rein und checkt euren Shop aus, ne? Nice Designs. In schwarz, in weißer T-Shirt, Pullover gibt es in Rot, gibt es in Blau, gibt es in Grün, gibt es in Orange, in den 4 Farben. Ja. Das Design gibt's auch. Ja. Checkt's aus. Kissen, Tasen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe. Auch noch am Start. Handyhüllen. Orange. Blau, Rot und Grün. Auch noch am Start. Und
Wie immer, wenn ihr Bock habt, gratis Autogrammkarte. Gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Also, gerne abchecken, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen, Digga. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und in die Kommentare schreiben, welcher Spieler beim nächsten Mal drankommen soll. Oder Verein. Oder Nationalmannschaft. Wie auch immer. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Seid die Besten. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschaußen.